Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Remastered. Ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Ich habe das alles aber soweit auch schon bearbeitet. Also von daher will ich jetzt einfach noch mal ein bisschen weitermachen, weil es einfach einfacher ist. Ich habe hier noch nicht alle Little Sisters. Das würde ich jetzt gerne nachholen. Weil ich brauche diese Little Sisters leider. Das ist die Tauchglocke, mit der ich gekommen bin. Hier kann ich nicht lang. Hier ist auch alles zu. Fort Frolic müsste jetzt auch... Ja, ich muss einfach mal gucken. Ich brauche diese Little Sisters. Also, ich habe keine Stahlbolzen, aber ich habe Antipersonen-Muni. Na, kommt her. Ich weiß, dass ihr da seid. Ich wollte niemanden ver... Ja, blöd gelaufen. Ich weiß, du wolltest niemanden verletzen. Warte mal, kann ich hier irgendwas kaufen? Ionischer Schrot. Habe ich nicht viel. Gegen den Big Daddy ist der vielleicht gar nicht schlecht. Autohacker auf jeden Fall. ich gucke mich jetzt nochmal in Ruhe um. Ich nehme mir bei dem Let's Play einfach die Zeit. Und vielleicht finde ich ja noch was. Hier oben ist nichts mehr. Der ist auf meiner Seite. Die Dinger sind alle offen. MG-Patronen. Panzerbrechend. 00 Schrot. Ja, ich habe viel zu viel von allem. Obwohl man ja normalerweise nie zu viel haben kann. So, eine Sache fehlt noch. Wo ist denn mein Schutz? Muss ich dranbringen. So. Jetzt aber. Ich lasse es jetzt erstmal bei 4K. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, ja, nö, muss nicht sein, dann werde ich das für die nächste Aufnahmesession fertig machen. Ich habe die Videos jetzt alle bearbeitet, zurechtgeschnippelt. Ich mache die jetzt 2-3 Minuten kürzer. Ich wollte jemanden kennenlernen, aber hier ist gefährliches Pflaster. Bum 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 bum. Achso, vor allem darf ich nicht vergessen. MG-Patron, ja super. Dass wir hier noch, Hallo Mutti! Jo, schön, habe ich dir ins Kreuz geschossen. Kann ich hier irgendwas machen? Antipersonen. Wie viel habe ich davon eigentlich? Autohacker. Brauche ich von dem Antipersonen irgendwas? Autohacker braucht Gummi, Batterie und Messingrohr. Dann lasse ich das mal. Weil von den Gummis... Ich finde jetzt nicht ganz so viel Zeug. Stimmt, hier wollte ich auf jeden Fall nochmal hin. Ich hätte ein Star am Broadway sein können. Die Sensation von Hollywood. Stattdessen bin ich dir in diesen feuchten Kübel hier gefolgt. Immer wenn du mein Talent brauchen konntest, habe ich es dir geschenkt. Und jetzt verrotte ich und warte auf ein Publikum, das... niemals kommen wird's. Ich schreibe etwas für dich, Andrew Ryan. Es ist ein Requiem. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Der kann den Andrew genau... Sie können alle den Andrew nicht leiden. Das ist zwar schön,
bringt mir nur nichts. Ich muss jetzt, wie gesagt, eigentlich nichts machen, außer diese Kack Little Sister da finden. Vielleicht eins oder zwei, vielleicht alle. Vielleicht finde ich hier noch irgendwo ein paar Informationen. Es wäre schön, irgendwo zu sehen, wie viele Little Sisters man haben kann. Ich habe es nämlich nur mit einer geschafft. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Eigentlich müsste ich woanders dahin. Weißt du was? Ich folge dem einfach mal. Vielleicht findet er noch eine Little Sister. Gatherer's Garden, Plasmid-Slot, Körpertonika-Slot, Technik-Tonika-Slot, ist alles geil. So, was wollen wir denn da reinhauen? Das hacken wir nochmal. Wie gesagt, den Big Daddy verfolge ich jetzt einfach mal. Notgedrungen. Und dann schaue ich einfach mal, ob der mich zu einer Little Sister führt. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ja, der haut auf den Boden, der Arsch. Diese Mistsau. Das ist gut. Doch. 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 Es gibt Deutsch Backpfeife, dann ist Ruhmkarton. Super. Super, deine Belohnung steckt in einem Teddybär bei einem Gatherer's Garden. Da haben wir doch was. Hat eigentlich super funktioniert. Die Frage ist, was das Adam Hypnotized Big Daddy 2 Gen Upgrades. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Mehr können wir aktuell nicht nehmen. So, jetzt würde ich aber gerne mal gucken, wie ich mir den ganzen Shit jetzt ausrüsten kann. Security Bullseye. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht ganz. Aber wir finden hier bestimmt irgendwo noch was, wo wir uns... aufrüsten können. Ich war nämlich meiner Meinung nach im Eve's Garden noch nicht ganz fertig. Hier, Genbank.
Elektrisch geladen, Telekinese, Hypnotize Big Daddy, veranlasst ein Big Daddy, die Schlänger zu beschützen. Security, wenn Kreaturen hiervon getroffen werden, werden sie... Nein, was haben wir denn hier? Nehmen wir den Insektenschwarm. Ein körpertoniger Slot. Das ist sehr gut. Hacker's Delight auf jeden Fall. Medical Expert 2 auch sehr geil. Eve Link. Eve Saver, Plasmide verbrauchen weniger Eve. Sicherheitslücke Eve Link. Was haben wir hier? Verbandskasten verleihen etwas mehr Gesundheit. Ist beides geil. Das bleibt dann erstmal. Technik-Tonika-Slot. Was haben wir hier? Tempo-Hacker, Security-Expert. Verringert weniger von Hacken von Geschützen von Bots. Hacker-Fokus. 2 Überlastungsplatte weniger beim Hacken. Shorten-Alarm. Verringert die Dauer von Kamera-Alarm. Die ist eigentlich relativ egal. Safecracker, verringert die Schicke von Kombo-Schlössern. Da nehme ich eigentlich bis jetzt immer das hier. Deswegen nehme ich das, weil ich für die Safe-Dinger ja immer den Teil des Dingbooms benutze. Das, hier heißt es, die Auto-Hacker. Wenn du getroffen wirst, gibt es einen elektrischen Starkarm, fügst jedem in der Nähe Schaden zu. Was haben wir hier? Elektrohaut, weniger Schaden, statische Entladung. Frozen Field. Sie nehmen weniger Schaden durch Kälte und können Gegner gefrieren lassen, wenn sie mit Schraubenschlüssel treffen. Interessiert mich nicht. Das bleibt Wenchlurker. Dämpft deine Schritte und erhöht die ahnungslosen Gegner massiv. Okay, ja, das ist eigentlich ganz gut. Photographer Eye. Forschungspunkte. Jo, Körperpanzerung. Ist auf jeden Fall, sie nehmen weniger Schaden durch Feuer. Ist auch ganz gut. Erhöht den Schraubenschlüssel Schaden. Nehme ich doch lieber mal Elektrohaut. Warum eigentlich nicht? Super. Jetzt können wir hoffentlich alle Little haben. Hoffentlich alle Little Sister. Der Seahorse XXX geschlossen. So, so. Ist jetzt die Frage, haben wir wirklich alle? Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. Geh mich auf den Sack, Andrew Ryan. Wir sind hier gleich näher, als du glaubst. Immer noch nicht alle Little Sisters. Okay, gut, dann ist das halt so. Werde ich mich auf jeden Fall nochmal auf die Jagd nach denen machen. Dann gehe ich vielleicht wirklich nochmal in den Eve's Garden. Da ist noch ein... Ich hab mich erst... Ich hab keine Ahnung, wie ich das jetzt überlebt habe, aber gut. Ich kann halt nicht wirklich rennen. So, Kleine. Doch, doch, jetzt gibt's wieder eine deutsche Backpfeife. Backpfeif, Backpfeif! Supi! Gesammelt Adam, 3 von 3, super, dann sind wir jetzt auch endlich fertig. Ja, kein Problem. Danke. So, wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Wieder ein bisschen Geld, das ist super. Ich will trotzdem hier nochmal in den Eve's Garden. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir da irgendwas vergessen haben.
Dann nehme ich doch lieber die Pistole. Aber da die Antipersonen, jetzt wissen wir nämlich auch, warum ich bei dem einen Typen da eben so wenig Damage gemacht habe. Siren Price. Hier war ich aber auch schon, ne? Hier habe ich alles abgeklappert. Weil ich werde nämlich wahrscheinlich hier nicht nochmal wiederkommen. Wir können hier spielen, wie wir wollen, aber so richtig Bock drauf habe ich nicht. So, der kriegt aber, glaube ich, keine Little Sister mehr, ne? Nee, gut. So, die Alda hat jetzt mit einem Schlag das Zeit... Ich muss aufpassen, nicht den Big Daddy anzugreifen. Das wäre ein bisschen dumm. Hallo. Ich werde dir zeigen. Die scheinen noch zu leben. Da muss ich hoch. Ich will die halt abhacken. So, abhacken möchte ich, weil die, wie gesagt, abfuckt. Ich möchte mich hier nochmal genau umgucken. So, und jetzt so schnell und so lang wie möglich runter. Ja, das war jetzt nicht so schlau.